schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung an diesem denkwürdigen Tag. Vor allen Dingen aus Sicht der FIFA. Freue mich sehr, dass Sie alle mit dabei sind. Schönen guten Abend in Ihrem Studio und ein herzliches Willkommen auch Ihnen zu Hause. Ja, dann eine Frau bei uns zu Gast, die... Eine Frau, die etwas geschafft hat, was vorher noch niemand hingekriegt hat. Sie wurde ein Fernsehstar, obwohl sie 10 Jahre lang nicht ein einziges Wort sagen durfte. Und nicht nur das, sie hat sich um die deutsche Sprache sehr verdient gemacht. So verdient wie wenig andere. Sie hat es nämlich geschafft, Menschen zum Ausrasten zu bringen, indem sie ihnen Konsonanten zeigte. Und zwischendurch hat sie immer wieder wunderbare E's verkauft. Als stumme Buchstabenfee, sagt sie, war ich wie ein Schlag ins Gesicht der Frauenbewegung. Und manchmal habe ich Albträume, in denen wir alle noch mal Glücksrad spielen. Herzlich willkommen, Maren Gilzer. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und wir freuen uns vor allen Dingen auch über das Wiedersehen mit Maren Gilzer, die schon die ganze Zeit gespannt zuhört. Und bevor wir, liebe Maren, auf Dschungel und Glücksrad kommen, haben wir hier im Archiv noch was gefunden, ähnlich wie bei Olli Dittrich von 1986. Schau mal rein. Die Damen werden wieder kreativ, vor allen Dingen, wenn es um Mode geht. Und dass man Mode auch anders machen kann und anders präsentieren kann als gewohnt, zeigen wir jetzt in unserer großen Na sowas Frühjahrsmodenschau. Jetzt und jetzt Marion in einem gelben Plastikkleid, unten aus einem Plastiksack ausgeschnitten und handvernäht mit groben Stichen, wie es in diesem Frühjahr in Mode kommt. Das Oberteil aus Plastik-Scheckkarten, wie sie vor allem in Amerika jetzt in sind, aber auch bei uns demnächst zu haben. Das sind ja auch richtige so Karten, wie sie, so Scheckkarten. Guck mal, das ist also von, was ist das genau? Das sind Visitenkarten einer amerikanischen Firma. Die haben jetzt aber keine mehr, oder? Doch. Haben Sie die alle verarbeitet? Da trägt man am besten was drunter. Ja. Die mutige Frau lässt weg, aber wir haben gedacht, ist angenehm im Tragen? Nein, es piekt. Es piekt, sehen Sie es aus. Und hier, das ist also auch so eine Art Gartentischtuch oder sowas. Man hat das ja zu Hause. Das ist schön. Sehr gut. Scheckkarten, die Sie jetzt in Amerika so in Mode sind. Haben wir das eben richtig gehört? Er hat sie Marion genannt, ja? Ja, also ich, mein richtiger Name ist Marion. Ach so, also und Marion damals war ich noch ganz frisch im Business. Und irgendwann haben alle zu mir gesagt, bitte nenn dich um. Marion klingt so ekelhaft deutsch. Warum? Und immer wenn wir deine Setkarte den Kunden vorlegen, dann wird deine Karte gleich aussortiert, denn die wollen nur internationale Models. Maren. Also habe ich dann gesagt, okay, ich taufe mich jetzt um. Und zwar was Ähnliches wie Marion, Maren. Und dabei ist es geblieben, ja? Steht das jetzt auch im Pass? Also nein, es steht nicht im Pass, aber auch alle Verwandten, alle nennen mich Maren. Die haben sich jetzt mittlerweile alle dran gewöhnt. Auch wenn es erst ein paar Tage her ist, wie wir gerade gesehen haben. Also, Marion Gilzer sitzt also heute hier bei uns. Das ist eine News, die ich so noch nicht kannte. Wie ist es denn damals zu diesem Auftritt gekommen? Sie waren ja damals schon... international als Model unterwegs, ne? Sie haben ja die großen Schauen gemacht, ne? Ja. Für wen sind Sie da gelaufen? Ich bin für Karl Lagerfeld gelaufen, für Emilio Pucci, den ich gerade anhabe, für Terry Mugler, für Pierre Cardin, für Dior, Yves Saint Laurent, für die internationalen natürlich, auch für alle deutschen Designer sowieso. Und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert für Sie. Ja. Wie kam es denn dann zu diesem Engagement beim Glücksrad? Das war ein ganz normales Casting. Okay. Da wurde ich als Model in München gecastet. Ich habe die meiste Zeit während meiner Modelphase in München gelebt. Und wollten da unbedingt hin? Nö. War Ihnen klar, worum es da geht, dass Sie da Buchstaben umdrehen und ansonsten möglichst nichts zu sagen haben? Es war so, dass ich eben sehr gut als Model gearbeitet habe und es gab so eine Ambivalenz. Man sagt also wenn du bist High-Fashion-Model für ganz große Designer und da darfst du keinen Kommerz machen, weil dann buchen die dich nicht mehr. Okay. Ich habe dann aber nebenbei schon Schauspielunterricht genommen, wollte eigentlich Schauspielerin werden. Und als dann dieses Casting fürs Glücksrad kam, haben die mir einen Film gezeigt von Vanna White in Amerika, was ihr so machen muss. Und ich so, ach, Assistentin, privates Fernsehen wird eh nichts. Und so, und jedenfalls riefen die mich an, als ich gerade wieder in Paris war. Ja, wir haben es für dich entschieden und wir wollen dich als Assistentin. Ich konnte mich gar nicht mehr an das Casting erinnern. Und dann haben die mir das erklärt, ach ja,
Und dann habe ich gesagt, naja, also für so und so viel Geld mache ich's. Und dann haben sie gesagt, ja. Und ich, hä? Wie viel? Das sage ich jetzt nicht. Aber es war weit mehr, als ich so im Jahr als Model verdient hätte. Wurde das pro Sendung dann sozusagen bezahlt? Naja. Oder gab es da so ein Pauschalangebot fürs ganze Jahr? Oder pro Buchstabe? Pro Buchstabe. Es wurde pro Konsonant oder pro Vokal? Also deswegen war ich immer sehr bemüht, dass die Leute ein A kaufen. Ja. Weil dann habe ich nämlich Prozente bekommen. Ja. Nee, aber A-Prozente. Es war jedenfalls so, dass ich mir dachte, also wenn die bei der Gage ja sagen, dann ist es ein Wink vom Schicksal, da musst du das machen. Ja. Und dann haben sie ja gesagt und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt mal ein Jahr. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal meinen Fuß in der Tür, in der Fernsehbranche. Vielleicht lerne ich ja wichtige Leute kennen. Und plötzlich kam dann Peter Bond. Und dann, ja, und mit ihm war ich dann 10 Jahre auf Sendung. Und ich habe gesprochen. Ich habe gesprochen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie mal reden durften? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Und dann. Aber das war damals ein Riesenthema, ne? Ja. Ich meine, das Frauenbewegung und so weiter, Ali Schwarzer auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Sie sind da sehr angegriffen worden dafür. Ich bin wahnsinnig. Dass sie sozusagen die Zuckerpuppe sind, die ab und zu einen Buchstaben verkauft. Ja, endlich haben sie es durchgesetzt und endlich mal kommen sie der Sache näher, dass Frauen eben auch andere Berufe ergreifen können und genauso viel verdienen wie Männer und dass sie in der Politik und überhaupt. Und dann komme ich. Und schickt praktisch die Frau wieder auf ihren alten Posten zurück. Die Männer dürfen quatschen, die Frauen nur schön sein. Und also eine Frau, die das freiwillig macht, die muss ja nur Grütze im Kopf haben und gar nichts, weil die kann wahrscheinlich nicht reden und überhaupt, sonst würde sie das doch gar nicht machen. Und ich dachte bloß, wenn ihr wisst, was ich verdiene. Ja, nachvollziehbar. Ich meine, wenn man, und es war ein super Job und ich... hatte so viele Fans, es hat so viel Spaß gemacht. Und 10 Jahre haben Sie das gemacht. Ja. Mit wem war die Zusammenarbeit netter? Mit Frederik Meissner oder mit Peter Bond? Am Anfang mit Frederik, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns besser verstanden, weil Frederik ja auch Model war. Er kam ja auch aus dieser Szenerie und dann spricht man einfach die gleiche Sprache. Und Peter Bond war immer so ein bisschen selbstverliebt und selbstherrlich und da hatte ich lange mit zu kämpfen. Das können wir uns gar nicht vorstellen bei Peter Bond. Ja, und, aber irgendwann... gab es eben so einen Moment, wo ich mir Peter mal zur Seite genommen habe und da haben wir uns mal unterhalten und von da an ging's. Und ich hatte von irgendeiner Freundin mal so einen Spruch gehört, die sagte immer, kill it with love. Ich habe immer gedacht, wie kann ein Mensch wie Peter Bond so viele negative Gefühle in dir auslösen? Das ist er doch gar nicht wert. Vielleicht deswegen, weil er sie immer auf den Hals geküsst hat, obwohl sie es nicht wollten? Ja. Zum Beispiel, jedes Mal, ich saß mal in der Maske und Peter Bond kam rein und küsste mich am Hals. Und ich immer, und irgendwann habe ich mir dann ganz viel Haarspray hier an den Hals geschmiert. In dem Moment, wo ich hörte, er kommt, da hat er mich wieder am Hals einen Satz nach hinten gemacht. Seitdem hat er es nie wieder gemacht. Es hat gewirkt. Es hat gewirkt. Aber ich habe mich, wie gesagt, dann irgendwann mal mit ihm beschäftigt und dachte, kill it with love, was ist dahinter, dass dieser Mann so ist? Ja, und von da an haben wir uns sehr gut verstanden. Irgendwie habe ich gemerkt, was sein Problem ist. Und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich ihm gesagt, versuch's mal so, versuch's mal so. Und dann waren wir mit einmal beste Freunde. Aber es hat 3 Jahre gedauert. So, und Sie haben das 10 Jahre gemacht, ne? Das war, Sie sagen immer, das war ein Sechser im Lotto, den ich da gezogen. Und den nächsten Sechser, was selten passiert im Leben, haben Sie dann direkt hinterher gewonnen, ne? Ja, es war ganz super. Und zwar hieß es ja dann, ja, Glücksrad ist nicht mehr, wollen wir nicht mehr, so altes Publikum, das alte Problem. So, und am nächsten Tag, also die letzte Glücksradsendung wurde aufgezeichnet und schon am nächsten Tag hatte ich das Casting für In aller Freundschaft. Die haben mich genommen. Und es war also ein nahtloser Übergang. Wie lange lief das? Für mich 16 Jahre. 16 Jahre. Mhm. Warum haben Sie dort aufgehört? Na, weil ich aufgehört wurde. Warum? Weil? Naja, es ist einfach dieses Thema, genau wie beim Glücksrad. Das Publikum ist zu alt. Super Sendung, super Einschaltquoten, alles prima. Wir machen alles richtig tolle Sendung. Aber wir hätten gerne jüngere Zuschauer. Und dann ist die Nachtschwester zu alt und dann muss ausgetauscht werden. Ja, irgend sowas. Also ich weiß nicht warum und wieso und weshalb, aber auf jeden Fall haben sie ein paar von dem alten Stammcast rausgenommen, also nicht nur mich, sondern auch noch andere, und gegen jüngere Schauspieler ersetzt und hoffen nun damit, die Altersgrenze nach unten zu verlegen. So, und dann kam der nächste Sechser im Lotto direkt hinterher, dann kam das Dschungelcamp von RTL. Ja, also, aber da dachte ich mir auch nicht, dass das ein Sechser wird. Also ich hab mich gewundert, weil Sie haben ein Jahr zuvor noch gesagt, ich gehe lieber putzen, bevor ich da reingehe. Ja. Und ein Jahr später waren Sie Dschungelkönigin. Das habe ich aus voller Überzeugung auch gesagt. Und dann,
gucke ich mir mit einmal das Programm an, ja, was mache ich denn jetzt so? Ich habe Zeit, was tue ich? Und es gibt immer weniger eigenproduzierte Serien, Filme im Fernsehen. Also wenn dann überhaupt mehr bei ARD und ZDF als jetzt auch bei den Privaten. Und es gibt diese ganzen Reality-Doku-Soaps und irgendwelche Sachen, und, in denen ich einfach nicht mitmachen kann. Und die stopfen das ganze Sendeprogramm zu, die ganzen Sendezeiten. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit für Schauspielerei. Okay, aber warum sind Sie denn da rein? Warum sind Sie dann da rein? Ich meine, weil ich dachte, etwas, was will ich jetzt machen? So vehement ablehnen und dann sagen, jetzt ein Jahr später, ja, mache ich es trotzdem. Dann habe ich gesagt, das will ich machen. Ich will irgendwie im Fernsehen schon tätig sein. Und wir Promis, wir werden jetzt einfach nur noch in Schoß gesetzt, wie du musst jetzt kochen, du musst jetzt Turm springen, du musst jetzt dies, du musst jetzt das, du musst lauter verrückte Sachen machen, außer, ja, Schauspielern. Aber ich sage, also wenn ich dann schon was anderes mache, außer Schauspielern, dann wenigstens das, wo es die größten Einschaltquoten gibt. Okay. Und wo ein junges Publikum guckt. Und dann, also sage ich, ich will nach 25 oder 26 Jahren Fernsehtätigkeit endlich mal bei einem Projekt mitmachen, das von den Jungen geguckt wird, wo ich nicht immer höre, ja, alles toll, alles prima, aber die Zuschauer sind so alt. Okay, das heißt, Sie werden jetzt von anderen Leuten auch angesprochen, von den einen, die Sie aus dem Urwald kennen, und die anderen, die sagen, ich kaufe ein E? Ja, im Moment werde ich mehr von den Dschungelleuten angesprochen. Also es ist schon, schon enorm. Sagen, das hat sich für Sie ausgezahlt? Es hat sich für mich ausgezahlt, auf jeden Fall, aber eher für mich persönlich. Weil? Also durch diese ganze Dschungelgeschichte habe ich für mich und auch für mein Wirken im Fernsehen so ein ganz anderes Gefühl bekommen. Also ich bin irgendwie viel selbstbewusster geworden und frecher, und es interessiert mich alles nicht mehr so. Sie haben mal gesagt, ich habe dadurch so eine herrliche Leck-mich-am-Arsch-Haltung bekommen. Ja, genau. Es ist so, früher wollte ich immer jedem gefallen. Also nur nichts irgendwie Falsches sagen, nur nicht jemanden auf den Schlips treten, nur nicht irgendwie... Immer nett und lieb und brav und charmant und souverän. Vor allen Dingen souverän. Dabei bin ich der unsouveränste Mensch auf der ganzen Welt. Und eher temperamentvoll und gerne frech. Und da habe ich dann gedacht, okay, du bist jetzt 55 und hast dich immer angepasst. Und es hat dir auch geholfen, es hat dich auch weit gebracht. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Und jetzt will ich mein eigenes Ding machen. Und ich will mich auch nicht mehr abhängig machen. Deswegen mache ich jetzt auch Barenkelzer TV, um einfach zu sagen, ich zeige jetzt meine Welt. Ich zeige euch, wie ich bin. Bei YouTube machen Sie das, ne? Bei YouTube machen Sie das. Ja, genau. Sehr gut. Also, Barenkelzer, die eine ehrliche Antwort gibt auf die Frage, warum geht man eigentlich ins Dschungelcamp, und über die man hinterher geschrieben hat, in diesem Jahr hat wenigstens mal die Netteste gewonnen. Ich finde, das ist ein schönes Kompliment. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Herzlichen Dank, Maren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Maren Gilzer, der wir alles Gute wünschen für das, was da jetzt ansteht. Herzlichen Dank, Maren. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Olli Dittrich, der ein, wie ich finde, wunderbares Fernsehprojekt da gestartet hat. Wann genau zu sehen, Olli? Das am 4. Juni ist es, genau. Ja, genau. Man kommt Woche ein bisschen durcheinander, genau, in unserem Alter. Um 23.30 Uhr. Bei den Kollegen im Ersten, ganz sei gerne genau darauf hingewiesen. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von Heute Plus, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Danke sehr. Tschüss.